Und damit willkommen zurück zur zweiten Folge Jurassic Lego World. Lego Jurassic World. Park. Nein, Lego Jurassic World. Ich weiß. Nein, aber beinhaltet ja nicht nur Jurassic World den Film, sondern halt eben auch die anderen. Und irgendwie können wir die hier anscheinend gerade auswählen, oder? Mhm. Also noch nicht alle, aber wir können entweder mit Jurassic wir können ja Park hier mal oder in die Jurassic World. Wir können doch hier einfach mal Info drücke, um die Karte des Parks anzusehen. Ja, gucken wir doch mal. Also wir sind da. Und da geht zum Jurassic Park, würde ich sagen. Okay, gibt es das auf der anderen Seite auch? Ey. Okay, man darf nicht so nah an den Heli ran. Oh, guck mal, hier haben wir noch ganz Insel gehabt. Nee, da geht's nicht. Da geht's nicht. Das war doch, war das Start oder Select? Nee, Select. Achso, okay. Naja, nee, aber. Aber da kommen wir auf das Gleiche. Ja. Also hier? Okay. Ah, okay, da ist der Prolog. Na dann. Haben wir das auch mal gesehen. Und gehen in den Jurassic Park. Ihre Meinung geändert und das steht nicht frei. Schon drüber. Okay. Ah, der Spatzspur folgen und zum Ziel zu kommen. So ist ja auch bekannt. Hey, komme ich da auch noch rein? Wahrscheinlich vorne. Ah, okay. Ah, okay. Mit Schulterhaften gibt man Gas. Ich kann aber nicht fahren, weil der Alte sitzt auf dem Fahrersitz und ich kann hier nichts machen. Nee, ja. Ich bin auch jemand ganz anderes. Ah, du bist schon. Guck mal, ich bin bei dir. Ich war doch gerade noch die Frau. Ja, vielleicht hat sich das ja geändert. Dadurch, dass du nicht bei mir mit drin warst. Oder so. So, ein paar Spaß. Jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Hm. Ach Gott. Hey, wollte ich gleich mal raus. Für die Buddel. Ach, guck mal, ich bin Dingens. Ian. So, die Schalltafel ist wieder da. Können wir die doch mal nutzen? Ja. Ian. Oben, unten, oben. Okay. Und damit ist das Tor geöffnet. Wurde über den Haufen gefegt. Und das schöne Auto. Ja, hast du das gerade kaputt gemacht? Nee, da war ein Stein. Okay. Ich habe kein Auto kaputt gemacht. Da hast du unser Auto kaputt gemacht. Nein, hier steht's. Ich wollte gerade sagen, sonst lass doch zu Fuß gehen, aber. Ach, guck mal, da ist doch das andere. Ey! Aufgeklappt, das Ding. Hat ein bisschen was ich will er sein, der ist cool. Lego City heißt das auf der Wii oder so? So, jetzt kannst du. Wie hieß das noch? Ja, ich glaube. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Sie ist der Feriformann, ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht. Oh. Ein Brachiosaurus. Was? Ist ein Dinosaurier? Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sandler, willkommen im Jurassic Park. Oh. Wie ist Ihnen das nur gelungen?
Warten Sie es ab. Oh. Ich dachte schon, ja, mit der Support. Oh, was war das? Keine Ahnung. Cool, ich hab den Nino weggekriegt. So. Die sind doch bestimmt irgendwo hier, sind die Geister-Stats. Ah, da haben wir den. Oh. Hier ist eine Information. Ah, da ist eine Karte. Vielleicht ein Schnellreisepunkt oder so. Das ist halt nur eine Karte. Einfach nur die Karte. Oh. Ey! Was soll das denn? Das war so nicht wahr. Wie soll man diesen Park freigehen, weil wenn die Tore. Kann ja nur schieben. Was muss man machen? Irgendwelche Rädchen? Oh. Jetzt wollen wir schon mal aufbauen. Jetzt gehen wir mal ein. Okay. Ich habe hier einfach mal ein bisschen was kaputt gemacht. Wie immer. Ja. Ja, auch. Na, der Hauptbestandteil. Das ist die, was kaputt machen. So, ich brauche jetzt. Ganz hoch. Echt? Ja. Ach, verdammt. Da steht doch noch ein Auto. Ach, guck mal. Da ist ein Ding zum Kaputtschießen. Und da hinten leuchtet was grün. Mhm. Wo haben wir den Kaputtschießer denn da mal? Weil wenn ich auf dem Auto bin, kann man nicht mehr springen. Warum gehen die, dass man sich hier selber auf? Da muss man Dino sein. Cool. So, alle mal ins Auto. Kommen die alle mit? Scheint so. Ha, dann fahren wir. Springen sie alle mit. Ja, ein inklusive mir. So. Jetzt hier drüben konnte man. Ich konnte da das durchschneiden, ne? Genau. Hey. Ja. Schnell hintereinander drücken. Da ist das ganze Geld fallen. Ah, hier ist ein Rädchen. So, machen wir das auch mal auf. Und jetzt sollen die Tore wieder funktionieren. Ja. Was denn dieser größer Zufall? So, wo war das Auto? Dann muss man alles reparieren, bevor es eröffnet. Cool, was ist das für ein Auto? Das ist nicht. Das ist cool. Guck mal, was ist das denn? Was denn? Sind das solche... Hier, ach, hier gibt's bestimmt goldene Steine, hier genau. Gibt's Aufgaben, hier gibt's einen roten Stein. Also der Park ist wirklich komplett open world technisch auch. Ja, ach guck mal, hier hätten wir hier noch. Ach guck mal, hier hätten wir Fotos machen können. Hm. Und noch goldene Steine holen. Da braucht man vielleicht den Kamerajungen oder so. Hm. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Na da. Rein. Ja. Da rein? Ja. Hier? Ach, hier sind die. Ach. Da waren sie ja, die Steine. Unten gibt es eine Dino-Info. In der Wildnis jagen Rodon nachts mit den Rudeln. Ha? Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Das ist aber nicht der Kopf.
Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Tag, Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Oh. War das nicht eine Ziege? Im Pilz? Nee, die Ziege war beim T-Rex. Ach so. Kommen Sie schon, los. Bei den Autoren war es dann wieder mit Ruhe. Ah, jetzt kann ich hier was zusammenbauen. Das, was von der Krieger fehlt, oder? Wir können es auch nicht kriegen. Irgendwo war auch eine Kuh dran. Ah, da muss die Kuh jetzt drauf. Okay. Die freut sich bestimmt. Das nicht zur Gehegeschalttafel? Ah. Ich hab hier was. Was Trösa passt. Nee, das musst du machen. Das ist von der Gehege. Ja, das ist so ein Suchding. Dann suchen wir das rein. Guck mal, hier ist ein Schmetterling. So. Dann gehen wir mal auf Spuren suchen. Oh, hier ist ein Scheißehaufen, da kann die Frau ran. Die Dr. Sette. Was gibt's denn hier? Die Tafel? Anscheinend. Ach, richtiger Tod. Ah, da ist die Kuh. Ich wollte hier unten mal noch gucken. Gibt es noch einiges an Geld und Sachen kaputt zu machen? Da braucht man einen Werkzeugen Stab, so wie du ihn hast. Tja, da musst du jetzt warten. Ich bin hier am Zerstören. So, haben wir hier mal was zu runtergeschmissen. Du bist jetzt da unten, oder? Ja. Okay. Puh, dieser Haufen. Voll eklig. Ja, ich sag ja, selbst in dem Spiel müssen Frauen nur die Scheißarbeit machen. So. Oh mein Gott, Skorpione. Dann kann sie nicht mal abschieben. Tun die was? Nee, dann tun die auch nichts. So. Aber nix. Okay, dann haben wir das hier. Kann man hier was machen? Hä? Kann man hier noch was machen? Nee, irgendwie nicht. So, ich musste jetzt was? Ah, da. Okay. Also ich bin jetzt oben bei dem Laster und lade den jetzt auf. Genau, auf die Folge bin ich da. Jetzt. Ah. Ich muss jetzt mit der Kuh dahin reiten. Oh, dann reit mal den Käse.
Diese Raptoren fressen besser als ich. Ach, guck mal, der schläft. Den kriegen wir schon mal. Hey, caramba! Ist das etwa schon morgen? Da wurde die Leute rein. Das war's für mich. Dank meiner Mutter saß ich viel lieb. Solche Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh angestoßen habe. Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzung ist. Ja, machen wir ja schon. So, und mit dem Schultertasten kann ich oben runterfahren. Mit dem Schultertasten? Automatisch. Und dann auf die Seite gehen. Ah, okay. Das Ausfahren macht der Roboter mal. Bon Appetit! Und den Rest ab. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen, das Chaos. Ja, die Kuh. Die Kuh hat den Platz gelöst. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Das sind, liebe das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, kein Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen. Nur die Tore. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Oh mein Gott, Benny. Oh, wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay, sie ist krank. Nein. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Ah, deswegen ist sie die Häufchentante. Voll. Ja, guck mal, das Häufchen. Mhm. Das ist schon ein mega Häufchen. Ja, machen. Oh mein Gott! Mist. Wieso war es nicht? Also, das. Ja. Lecker. Das musst du jetzt machen. Du bist hier jetzt der Sucher. Der Sucher. Ja. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Oh, guck mal, ein Häschen. Ah, okay. Ich habe eine Gießkanne. Okay. Dann noch die Pflanze dann mal los. Ich habe keine Ahnung. Es leuchtet auch so. Hier kannst du auch eine Pflanze geben. Ach, guck mal, hier. Über dem... Ja, dem müssen wir Sachen. Ein Eis, eine Möhre und ein Apfel. Haufen. Guck mal, hier ist auch so ein orange leuchtendes Ding. Vielleicht können wir das nachher das mit dem Dino machen. Ah, kann natürlich sein. So, okay, ich habe das jetzt mal gegossen. Oh. Das ist wohl dann der westindische Flieder. Daran kann man hochklettern. Sogar ich. Guck mal, eine Spinne und Käfer. Und ein Haufen. Ah, ein Haufen. Super. Keine Spur von Fliegerbeeren. Ich habe ein Eis gefunden. Dann gib dem Dino doch mal ein Eis mit drin. Nicht mehr Bauchschmerzen.
Na schön, sie leidet an Melia-Toxizität. Na, wie war das, Sarah? Da ist noch ein Haufen. Ich finde das mit diesem Haufen echt faszinierend. Ich darf noch kaum was damit. Eigenartig. Möhre. Die Pupillen sind geweitet. Und da kann ich jetzt bestimmt noch was gießen, ne? Mhm. Warum kann ich da was schießen? Mhm. Kannst du das von hier? So, warum steht der jetzt kurz rum? Ja, wahrscheinlich, weil hier da noch was gemacht wird. Ah, okay. Dann schießen wir da rein. Ah, weil hier kommen wir ja nicht rein, weil zu dunkel. Wow. Hey. Kann nicht ganz sein, wenn ich was schon rumschicke. Ah, hier kannst du wieder was suchen. Dann komm ich doch mal was suchen. Da sind lila Bären. Vielleicht sind wir da. Und ah, was zum Gießen. Wo die uns wohl hin? Vielleicht gibt die auch einfach nur was. Tada! Ein B. Dann macht man noch kaputt. Das ist nicht gut Geld. Genau, aber richtig viel. So, dann. Und runter. Dann geben wir dem guten Triebverrauntopf noch den Apfel. Mikrovesikel ist ja interessant. Ihr geht. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder ganz munter. Jetzt können wir den Zettel ab. Aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Oh mein Gott. Oh, ich bin ein Triebverrauntopf. Oh mein Gott! Eins von drei. Ah, genau wie ich gesagt habe. Da hast du gerade in der Höhle ein Minikit gefunden. Mhm. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Musst du nochmal von vorne? Ah, naja, jetzt. Von hinten. Ja, also nicht unbedingt genau, was läuft. So, aber hier war keins mehr. Ne, vielleicht im nächsten. Ah, dann mach ich jetzt mal den Weg vor. Lustig, dass man die Dinger spielt. Oh nein! Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Ja, wir haben den Wagen überleben. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. Dann mache ich jetzt mal eine Brücke. Die Frage ist nur, ob du dann auch darüber kommst. Ja, das tue ich, aber irgendwie ist das nicht der Prozess. Vielleicht kann ich helfen. Hallo! Ich weiß doch, wie es geht. Aber das Spiel weiß es nicht. Jetzt! Yes. Mann. Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg bereiten. Nein! Ah, okay. Müssen wir irgendwie nur einen anderen Weg suchen. Aber wir können uns auch nicht auf dem Baumstamm halten. Ja, machen wir halt erstmal. Ach. Fertig. Und dann können wir das auch. Ja, aber doch nicht. Man rutscht irgendwie trotzdem. Jetzt. Schaf ist der Schaf. Stimmt, hier gibt es ja keine Brücke. Hm. Ich gieß mal. So, Pflanze gegossen, jetzt kommt bestimmt irgendwas für den Dino. Oh.
Was wäre eine Liebe von? Das ist das Buddeln. Und da ist das Buddeln. Achso, buddeln kann nur der andere. Der nicht über die Brücke. Ah, ein zweites Medikit. Ich glaube, man muss das wirklich gedrückt haben. Dann muss er die geholt haben. Ah, nee, der kann nicht buddeln. Kann der Typ nicht buddeln? Nee. Der hat ein Gewehr. Ah, und der Dino kann auch nicht buddeln. Aber sie kann... Kann sie buddeln? Wollte ich nicht. Kann anscheinend keine Scheiße schaufen. Buddeln. Mhm. Erde hat ja eine ganz andere Konsistenz. So gut wie neu. Da kann man nicht so reinspringen, ne? Kopfüber. Willst du auch mal die Nö. Ich muss hier gießen. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Hm, was kommt hier an der Pflanze? Ah, oh, da ist ein Medikit. Und Medikit nochmal. Drei. Medikit, drei. Mhm. So, da kannst du was schießen. Dann schieße ich jetzt auch. Eine Leiter. Eine Leiter, okay. Ich schätze, das Auto haben Sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung, Dr. Sattler. Sobald wir an diesem Zaun vorbeikommen, sind wir... Hm? Was ist denn mit der Kurbel der Torbinde passiert? Die hat sicher irgendein Dino gefressen. Ah, wenn das ein Dino gefressen hat, dann muss ich da bestimmt irgendwo ein Häufchen durchführen. Hier ist ein Riesenhaufen. Aber das ist hinter einem Gitter. Hier kann ich springen. Und was runterschieben? Ah, die Teile für das Ding da. Für die Kurbel. Boah, dann schiebe ich den mal auf und dann kannst du buddeln. Hey. Ah, du musst es halten. Ja, der ist dann irgendwie gerade von der Seite runtergekommen. Wobei geflutscht. Genau. So. War da ein Huhn? Ja. So, ich hab. Ah, die Kurbel. Ich hab die Kurbel. Ah, da hinten. Hm. So. Da, den Link. Steht doch vorne. Ja. Hallo. Rechts-Links-Schwäche. Die tut am sicher nicht. Doch. So, dann mach ich mich da mal drauf. Oh! Wir haben das Ding gefunden. Oh nein, da passe ich nicht durch. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Hm? Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am East Dock. Der Bösewicht. Ja, damit haben wir die nächste Episode abgeschlossen. Haben noch ein bisschen mehr Geld. Den wahren Überlebenden haben wir. Ja, immer. Und die Einblicke in
das Verhalten eines Teams dran machen. Minikits haben wir 3 Stück. Und wir haben ein paar neue Charaktere. Beziehungsweise ein paar neue alte Charaktere. Neue Uniformen. Ah, der Doktor. Den Dennis können wir kaufen. Und Donald auch. Ein Labortechniker. So, das hier. Ah! Cool. Okay. Sehr cool. Triceratops. Oh, ein paar goldene Steine. Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wir haben gestoppt. Hm. Hast du das gespürt? Was ist das? Daran kann ich nicht checken. Oh. Nicht gut.